Wir treffen Alois Rainer an einem Dienstagmittag. Drei Sitzungen hat er an diesem Tag bereits hinter sich. Für den wunderschönen Ausblick in seinem Büro hat er heute keine Zeit. Der kurze Stopp reicht gerade dazu, um mit ihm den weiteren Tag durchzusprechen und ihn über seine ersten Erfahrungen in Berlin zu befragen. An den langwierigen Koalitionsverhandlungen war er zwar nicht direkt beteiligt, untätig war er in seinen ersten drei Monaten als Bundestagsabgeordneter aber auch nicht. Es war eine gewisse Zeit notwendig, dass man sich als Neuer dann auch in Berlin zurechtfindet. Also man braucht sein Büro, man braucht seine Mitarbeiter, wobei ich da relativ früh schon dran war. Also bei der Konstituierung des Bundestages am 22. Oktober habe ich mein Büro gehabt, habe meine Mitarbeiter gehabt. Also das ist ganz gut gelaufen. Ich habe jetzt diese Zeit genutzt, viel Wahlkreisarbeit zu machen. In Berlin tritt der 49-jährige Metzgermeister ein schweres Erbe an. Sein Vorgänger war Ernst Hinzgen, der über 30 Jahre lang für den Wahlkreis Straubing im Bundestag saß. Mit seiner Wahl im September hat sich der Halbacher noch Bürgermeister nun einen Traum erfüllt. Ich bereue es keine Sekunde. Es ist momentan wirklich ordentlich viel, weil einfach die Belastung als Bürgermeister auch noch da ist. Wobei, da sagen wir es, mein Stellvertreter macht es sehr gut, der entlastet mir, was geht, und auch die Verwaltung, also das passt. Trotzdem ist das eine nervliche Doppelbelastung, aber ich bereue es wirklich keine Sekunde. Den perfekten Ausgleich für seinen zeitraubenden Job hat Rainer schon gefunden. Als begeisterter Fußballer hat er sich für den FC Bundestag angemeldet. Ich finde das wirklich super, man lernt sich außerhalb der parlamentarischen Arbeit kennen und dann auch ein Stück weit schätzen. Und es schadet ja auch nicht, wenn man über die Parteigrenzen hinausschaut, denn manches Projekt, das man im Wahlkreis dann durchsetzen will, geht nicht nur über die eigenen, sondern man braucht einfach Mehrheiten. Man braucht Unterstützer und die braucht man halt dann auch einmal aus einer anderen Fraktion. Darum kann man so doch sinnvolle Freizeitaktivität auch dazu nutzen, Kontakte zu knüpfen, machen alle so. Vor dem Fußballtraining an diesem Dienstagabend stehen aber noch zwei weitere Sitzungen an. Zum einen der Arbeitskreis Haushalt der CSU, der die Themen der Haushaltsausschusssitzung am darauffolgenden Mittwoch vorbereitet. Mit Bartel Kalb als frisch gewähltem stellvertretendem Vorsitzenden dieses wichtigen Ausschusses hat Rainer dabei einen befreundeten niederbayerischen Mitstreiter zur Seite. Die Haushälter, die stehen mit beiden Beinen auf dem Boden und wissen, dass man mit Wasser kocht. Das heißt, man hat einen großen Realitätssinn. Und ich glaube, dafür steht er. Und ich versuche ebenso, sehr realistisch Haushaltspolitik zu machen. Nach der Arbeitskreissitzung bleibt noch Zeit für einen kurzen Besuch des Reichstagsgebäudes. In einer Installation im Keller findet sich auch der Name von Rainers Vater, der bis 1983 in Bonn tätig war. Wie dieser ist auch der Junior gelernter Metzger und hat sich deshalb um einen Sitz im Landwirtschaftsausschuss bemüht. Vorhin, ganz aktuell, habe ich es für mich auch ein bisschen überraschend erfahren, dass ich mich um den Hochwasserschutz an der Donau mitkümmern darf, was die Landwirtschaft mit anbelangt. Aber da haben wir heute im Anschluss an die Fraktionssitzung noch mehr genauere Besprechungen, dann werde ich noch hören, was hier meine Aufgabe ist. Zum Abschluss unseres Kurzbesuchs in Berlin begleiten wir Rainer noch zur Fraktionssitzung der Union und treffen dort ein weiteres Mitglied der Familie, seine Schwester, CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeld. Es ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man die eigene Schwester da hat, weil man dann sofort einen Anlaufpunkt hat, wo man hundertprozentiges Vertrauen hat. Vorteil für beide? Sie sehen sich jetzt deutlich öfter als früher. Und die Schwester kann Rainer natürlich auch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Wir sprechen natürlich, wenn wir gerade einmal Zeit haben miteinander, aber es ist nicht so intensiv, wie man sich das vorstellt, weil jeder seinen eigenen Zuständigkeitsbereich hat. Jeder hat seinen eigenen Wahlkreis mit den besonderen Problemen dort und den Terminen auch dort. Die Familie Rainer ist bekannt in Berlin. Gegenüber seiner Schwester sei er aber ein kleiner Fisch, wie uns Alois Rainer zum Abschluss noch sagt. Jetzt kann aber auch er sich langsam in Berlin einen Namen machen.